Müssen, ja, ich dachte, das Holz reicht, aber ich sollte meine fachkundigen Einschätzungskenntnisse über die Anzahl von Baumaterialien, die man zum Bau von irgendwas braucht, zu Hause lassen, weil die bringen ihn. Ach, oh. 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 Das ist natürlich ein jetzt cool. Ja, das muss doch weg, meine Lieben. War hier muss schlank. Das ist natürlich jetzt hier weltenverändernd, muss man sagen. Weltenverändernd. So, dann machen wir erstmal 3. Machen wir erstmal 16. Vielleicht reicht das sogar schon. Das wäre natürlich jetzt klasse. Blup. Oh, Elfenlied. Ich kann so jedes Mal, wenn ich diese Anime höre, dieses Lied höre, kann ich nur immer wieder sagen, klasse Anime, klasse. Ha, wie süß. Dann habe ich jetzt hier nochmal Platten. Und das sollte jetzt, ich hoffe, ich habe irgendwas übersehen jetzt, aber das sollte denn eigentlich jetzt reichen. Yes. Und dann machen wir aus dem Rest jetzt das Dach noch zu Ende. Und wenn es nicht reichen sollte, habe ich einen Trick, da wir eh Glas holen wollen. Wäre es vielleicht ganz geil, wenn wir in dieses Dach hier vielleicht noch so ein Glasdach einbauen, so. Das würde vielleicht auch noch ganz sneaker aussehen. Schnieke. Eine schnieke Schnecke. Kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr eine bestimmte Lebensphase habt? Klingt so komisch. Nee, wenn ihr, was ist ich, wenn ihr seid im Alter von 13, 14 und dann kommt auf einmal so ein Wort, was ihr dann eure ganze Zeit lang nur benutzt. Ich hab das Thema hatten wir schon mal im Let's Play. Wenn ihr dann, was ist ich jetzt, was kann ich mal mehr sagen? Zum Beispiel, ich hatte eine Zeit lang in der Regelschule. Realschule, ich war nicht auf der Regelschule, ich war auf der Realschule, so rum. In der Realschule hatte ich eine Zeit lang wirklich so, da habe ich permanent zu allem kommend, alles was gesagt wurde, habe ich erstmal deine Mutter gesagt. Deine Mutter. Alles deine Mutter. Ja, das fand Warbase zum Beispiel, der ist auch ab und zu mal dabei, der fand das dann irgendwann nicht mehr so toll und ja. Oder was war noch so? Was ganz angesagt war bei uns in der Schule war Bimbo. Ich habe vorher mal auf dem Dorf gewohnt eine Zeit lang. Bin da nicht geboren oder so, nur gewohnt halt. Das war wirklich ganz angesagt, meine Zeit lang das Wort Bimbo einfach zu sagen. Ich glaube, das kam aus irgendeinem Film. Und ganz genau weiß ich das gar nicht. Habt ihr da so Wörter gehabt, die ihr eine Zeit lang sehr häufig gesagt habt? Schreibt's doch mal in die Kommentare rein. Huch. Schreibt's doch mal in die Kommentare rein, ob ihr da solche Wörter hattet. Wenn ja, dann ja, ne? Kann aber mal rein. Würde mich mal interessieren. Vielleicht finde ich ja mal ein paar neue Wörter, mit denen ich Warbase oder so auf die Nerven gehen kann. So ein paar endgeile Wörter. Also was ich ja letztes gehört habe, da musste ich ja wirklich ziemlich feiern, war das Wort Chromosomenfasching. Als ich das ausgedacht hatte, das fand ich schon echt nice. So, Dreier. Ich überlege gerade, ob wir das so machen, aber ich probiere es einfach erstmal. Erstmal probieren. Dann rumheulen. So. Gut, okay, dann machen wir 3. 3 und dann mache ich jetzt hier 2. Und würde dann hier das nächste reinhauen. Ich weiß nicht, ob das eventuell zu klobig aussieht. Und klobig. Auch so ein Wort. Klobig. Hier kommt noch was rein. Und hier wird rausgerissen. Also ich werde natürlich erstmal die Frage zu klären, ob das überhaupt reicht bis hierhin, ne? Weil ich muss ja dann hier. Oh, das wollte ich nicht. Ich muss ja dann hier auch mit 6 anschließen. Ja, so. Oh, perfekt, es reicht. Oh, es ist geil. Wie der Zufall es so will, ist es vollkommen.
So. Wir brauchen noch nicht mal ganz so viel Holz zum Ausfüllen. Das zum Beispiel kann auch noch weg hier. Ein. Oh, zwei. Nee, Quatsch, das muss bleiben. Nee, hier. Du bleibst. So. Autsch. Schon wieder mein. Aua. So. Fahren wir nochmal runter oder haben wir's? Nein, das reicht natürlich nicht ganz, oder? Das wäre jetzt echt ernüchternd, wenn es immer noch nicht reicht. Da denke ich mir schon solche Pläne aus, um Holz zu sparen und dann sowas. Kleines Mini-Event von Party by War Parkour. Die ersten drei Gewinner bekommen Geldpreise. Oh mein Gott. Ja, wenn ich nicht bauen würde, ich würde mitmachen. Aber wir bauen jetzt erstmal und es gibt genug Mini-Events noch bei Minecraft Magic Mine. Die sind ja in rauer Fülle vorhanden, darum ist es jetzt nicht so schlimm, wenn wir eins verpassen. Ich werde dafür schlagen, mich die Leute in den Kommentaren dann wieder. Ey, was bin ich damit verpasst? Ich so, ey, weißt du? Jetzt kann ich auch da oben. Danke. Zumachen. Und 11 Stück hab. Oh, das reicht. Bitte, lass es reichen. Jawoll! Geil! So, jetzt müssen wir Sand holen. Blup, blup, blup. Und eventuell kann man es aufs Dach dann noch, aber wenn ich jetzt zu Glas drauf mache, kann man aufs Dach nichts mehr basteln. Aber das wird, glaube ich, ganz gut aussehen. So. Packen wir alles hier rein. Bam, 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 bam. So. Dann hier noch alles rein. Da, 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 da. Also wenn ich Zuckerrohr finde, sollte ich es mitnehmen. Und wir brauchen eine Schaufel. Habe ich eine Diamantschaufel zufällig? Diamant. Und dann irgendwann müssen wir uns auch mal ein Lager einrichten. So leid es mir tut, aber ich glaube, das werden wir brauchen. Weil mittlerweile haben wir schon 6 Doppelkisten voll fast. Hier zum Beispiel haben wir noch eine Schaufel, die habe ich jetzt gar nicht. Ich habe sogar noch eine Axt, okay. Ach, siehst du mal, hier habe ich noch Sand. Ich habe doch hier auch noch Zeug. Alles klar. Und hier habe ich auch noch Holz ohne Ende. Da mache ich mir Sorgen, dass ich zu wenig Zeug habe. Hier auch Sand. Sand. Glas. Ach du meine Güte. Aber hier. Glas. Glas. Och ja, ne? Dann lass mal das mit der Sand suchen. Los geht's bei War Parkour. Ja, es tut mir leid, ich kann leider nicht gerade nicht. So. Du, 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 du. Ich brenne mir mal ein Stack. Weil ich glaube, das wird nicht reichen. Dann mache ich mir. Ups. Gleich am Anfang mal so ein bisschen so. Dreimal sollte reichen. Wir müssen hier noch ein bisschen was zumachen. Schips. Du bist natürlich, dass es an der Tür, an der hier oben so ein bisschen dran hängt. Ihr seht jetzt. Ach nee, es hängt. Ach so, das ist ja eine Treppe, deswegen hängt das ja gar nicht. Das ist ja geil. Okay. Sehr schön. Sah jetzt nur so aus. So, jetzt habe ich noch 31 übrig sogar. Und hier machen wir dann einfach solche Glasdinger. Vielleicht wäre es sogar besser, wenn man dann im späteren Verlauf die außenliegenden Treppen, die außenliegenden Hauslabs durch Treppen ersetzen. Dann würde das vielleicht sogar noch einen Tick besser aussehen, aber momentan sollte das als Dach reichen. Wir haben ja dann nur ein zentrales Gebäude, nehme ich mal an, das dann immer mehr ausgebaut wird. Das können wir dann immer weiter verbessern, das ist ja kein Problem. Ist jetzt nicht so wie im Singleplayer, dass wir da 20 Häuser haben. Da bin ich auch momentan mit euch am werkeln, dass wir die Häuser da alle neu einrichten. Mit den neuen Möglichkeiten, die sich da bieten, lässt sich da bestimmt noch einiges machen. So. Wunderbärchen. Wunderbärchen! Okay, ja, dann haben wir hier ein Dach geschaffen. Und ich schau gerade mal, ob man das eventuell sogar noch abstützen könnte durch so Stützpfeiler, weißt du wie? Aber verstehst du wie? Moment. Ich begebe mich zur Kiste. Hast du gleich gebratenen Fisch? So, da brauchen wir nämlich ein bisschen Holz. Ich nehme mal alles mit an Holz, was hier zu finden ist. Da ist noch ein bisschen was. Schwamm haben wir drinnen gehabt. Ach, das habe ich glaube aus der Kiste rausgenommen gehabt.
Hier haben wir sogar noch Tropenholz. Ach, ist ja sogar noch Tropenholz gehabt. Also von daher haben wir absolut gar keine Probleme gehabt. Ach, was ist denn mit den Tropenholz? Können wir sogar... das eröffnet mir natürlich wieder neue Möglichkeiten. Ich bin schwer begeistert. Sieht ungewohnt aus. Nicht schlecht, nur ungewohnt. Warum nicht? Lalalala. Müsste man vielleicht unten noch irgendwas drumherum bauen, dass es vielleicht doch ein bisschen massiver unten aussieht. Aber ansonsten finde ich, ist es mal dafür, dass ich noch nie sowas gebaut habe, nicht schlecht geworden. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen hier. Und zwar würde ich das hier vielleicht sogar durch Stützpfeiler ersetzen. Das ist ja die Frage, wie es aussieht. Das sieht zum Beispiel doof aus. Blub blub. Und blub blub blub. Ja, das da oben sieht scheiße aus. Das müssen wir wegmachen, das geht so nicht. So. So, weg damit. Dann kann ich hier oben einfach den machen. Und dann packen wir dieses Lab da wieder rein. Ja, ne, und dann probiere ich, Moment, dann probiere ich jetzt mal aus hier, wie das ist, wenn ich, hallo? Wie das ist, wenn ich eine Treppe da rumsetze. Jups. Dann nehmen wir jetzt einfach mal zur Probe das da raus. La 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 la. Oh, das war natürlich jetzt falsch. So soll es natürlich nicht sein. Alles her. Hey, wieso dreht sich das alles um? Nach oben. Und ich mache das hier noch schnell fertig, dann gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Und ich hoffe einfach mal, dass es mutterfröhlich, flockig und gewagt aussieht. Von da an sei ja mein Name Wagner. So. Hier noch was rumliegen. Nö. Ja, und das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Wenn wir das jetzt überall so machen, dann wird das auf jeden Fall was. Ich nehme was bei die Mittelreihe dran. Da wir nicht so viel Zeug jetzt haben, aber 40 reicht auf jeden Fall nochmal für zwei solche Dinger hier. Sind gar nicht 16 Stück bräuchte man theoretisch, wenn ich mich. Nee, 16. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also ich bin auch selten dämlich. 10 sind wir jetzt, 10. 14 Stück pro Mal, alles klar. So. Ja, das sieht aber ziemlich geil aus. Okay, gut, das passt. So. Ist echt mal eine andere Art von Dach. Die könnte ich... Ich weiß, wo ich dieses Dach einsetzen werde im Singleplayer. Da habe ich nämlich auch vor, ein Gebäude zu bauen. Ich muss jetzt wieder richtig schön wieder aufnehmen. Und da ist auch Minecraft-Singel dabei. Und da habe ich jetzt schon die perfekte Idee. Perfekt. Ja, perfekt.
So, ja damit. Und... So, gut, da haben wir die Mitte erstmal geschafft. Den Rest lasse ich jetzt erstmal. Und hier, wie sieht's hier aus? Ja, hier ist halt bis hierher gedeckt, ne? Kann man sich so halt hier so hinstellen. Und was wir jetzt hier oben reinbasteln, weiß ich noch gar nicht so. Ich würde hier vielleicht ein Lager, wo das Lager würde ich eher in den Keller packen, weil das so aufwendig ist, was den Platz angeht. Das würde ich dann also hier reinpacken. Das auch noch weiter bauen dann. Warum ist hier eine Kuh, Froggy? Wo soll der Frosch das wissen? Ob, warum da eine Kuh ist? Oh, weißt du, Frosch, Kuh, verstehst du? Zwei Tiere. Ah, okay, lass mal das. Ja, das war so gut aus. Ich muss was essen. Wie bauen wir weiter? Wir wollten jetzt hier unten noch ein bisschen was vergrößern. Jetzt ist die Frage, wie tue ich das? Es soll ja, ich könnte natürlich einfach einen Zaun drum basteln, das würde dann schon größer unten aussehen, aber es soll ja auch in dem Haus anschließen. Ich glaube, von der Seite habe ich eine bessere Ansicht, was die Breite und Größe angeht. Okay. Ah, okay, ich habe eine Idee. Da habe ich schon die Idee, und zwar... Das ist eigentlich ganz einfach und simpel. So, gehen wir hier einmal rum. Es schließt zwar nicht direkt ans Haus an, passt aber, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir der Architekt des Hauses und des umliegenden Gegenstückes sind, passt es perfekt dazu. Hoffe ich. Einige können sich jetzt schon denken, was ich vorhab. So. Wir bauen nämlich eine Hecke drumherum. Die so wie so eine Villa, kennt man ja vielleicht aus so Villas, so irgendwie so von der Hecke umgehen, so einer hohen. Da möchte ich jetzt nicht andeuten, dass wir in einer Villa wohnen würden. Doch, möchte ich andeuten. Doch, ja, ich will. Ich will das andeuten. Ich probiere es einfach mal aus und ich hoffe, es sieht gut aus. So. Und dann zimmern wir mal hier einfach... Einen lassen wir mal frei zwischen, damit es nicht zu... Oh. Das Beispiel wollte ich nicht. Weil hier kommt ja noch der Weg hin dann. Zwei Weg, ein frei und dann geht es gleich munterflockig weiter. So. Und dann kommt aus der Hecke heraus, kommen dann die Wege, die zu den anderen Bereichen des Grundstücks führen. Ja, wenn das alles so ist, wie ich mir das vorstelle. Im Endeffekt brauche ich dann eh wieder anders. Wir kennen das ja alle, ne? Und so, oh, cool, schöne Idee, dann beim nächsten Mal stehe ich vor der Hecke und denke mir so, und dann haue ich alles wieder kaputt. Hatte ich ja schon mehrmals. Frei ist der Geist. Oh. Hatte ich auch mal, ich habe ja ab und zu, sage ich mal so, den Spruch so, jedem das Seine. Da kam letztens einer zu mir an, von meinen Kumpels, hat zu mir gesagt, ja, weißt du, was das bedeutet und so. Anscheinend ist das ja mal ein Spruch, den der Liebe, gut, Liebe möchte ich gar nicht sagen, den der Herr Hitler mal gesagt hat, ne? Eben der Seine, ich weiß zwar nicht, wer das gesagt haben soll, aber anscheinend ist es so, habe ich mir erkundigt und ja, es scheint dann so zu sein. Und deswegen sagt man das nicht. Leute, und da habe ich mir so gedacht, ganz ehrlich, wenn man jeden Spruch, jeden Satz und jedes Aussageding von Leuten wie Adolf Hitler oder Stalin oder was weiß ich nicht mehr sagen dürfte oder so, dann kannst du die deutsche Sprache abschaffen oder je nachdem dann auch die russische Sprache oder so. Weil, gut, ich meine, Arbeit macht
das, was ich jetzt sagen wollte, ist natürlich wirklich, also das muss man nicht unbedingt, aber so ein Spruch, den wirklich, ich kann das auch gar nicht und so, und dann denke ich mir, oh, okay, gut. Auch dazugelernt, so, fürs Leben, weiß Bescheid, ne, und so. Also, muss man, na, ist das so, sich zwiegespalten. Einerseits ist natürlich richtig, moralisch gesehen, andererseits ist es auch gleichzeitig Blödsinn. Deswegen, ja, das wollte ich was darauf andeuten, so, macht euch mal eure Gedanken, wie seht ihr das? Also, gut, ich habe jetzt wahrscheinlich, obwohl die Frage ist wahrscheinlich nicht so komisch, weil ich habe ein doch eher jüngeres Publikum, was Minecraft anbetrifft. Schauen auch doch an die Jüngeren dann. Ja, genau du bist gemeint. Du, wie du da jetzt vom Fernseher vor allen Dingen, vom PC hockst, genau du bist gemeint. Und jetzt eine fröhliche, ja genau, jetzt erstmal eine fröhliche Melusik. Melusik, Alter, das geht noch schief. Ja, Hecke, ne? Alles easy. Doch noch hier so weiter. Hab ich aber, warum ich da einen Baum hingesetzt habe, aber okay. So. Dann machen wir hier noch eine Verlängerung rein. Das gibt Verlängerungen! So. Genug der schlechten Witze heute. Und dann zimmern wir hier noch den Rest Weg rein. Dann haben wir nämlich das auch fertig gemacht und heben uns das. Ich wollte mir das jetzt für nächstes Mal aufheben, dass wir den Weg. Nee, machen wir gleich und dann haben wir das nicht sinnlos vor uns hergeschoben. So, okay. Ja, ist ein bisschen langweilig, ich weiß. Weg ausheben, so. Wir können mal das ganze GS ausheben, das wäre lustig, ne? Ohne irgendwelche Verstärker oder so, einfach das ganze GS ausheben. Wer hat Lust drauf? Schreibt in die Kommentare. Das wäre doch voll lustig, oder? So 10 Stunden oder so, einfach nur, also 10 Sonntage lang, Wochenenden, einfach nur GS ausheben. Also ich voll dafür, macht bestimmt voll die Mega-Dröhnung an Spaß. So. Ja, ich weiß, es war ein Witz. Nicht ernst nehmen. Ich glaube auch manchmal so einen gequirlten Kruzifix. Gequirlte Kruzifixke. So. Naja, ich will nicht. Es reicht nicht. Es reicht mir nicht. Ich will mehr. Immer mehr. Gib's mir her. Ja, und ich weiß, dass ich gerade Hauslabs dabei habe. Ich dachte mir, dass ich die einfach mit verbaue, weil wir davon zu viele haben. So. Lalalalalalala. So. Und das Buch. Da habe ich ein Enderman. Es reicht wieder nicht, oder? Nee, doch, ich habe ja noch einen Stapel dabei. Wunderschön. Ja, wir haben es geschafft. Also, ja, ne, das war's dann. Haus gebaut, fertig. Nee. Ach, siehst du, hier könnte ich jetzt eventuell mal den Stein, den ich hier aus der Truhe geholt hatte, nehmen. Wo ist denn der? Wo habe ich den hingepackt? Bemooster Sandstein. Ziegelstein. Und dann nehmen wir noch ein wenig Zaun. Oh, ich dachte schon jetzt, ich war jetzt gerade noch voll im Singen. Ich habe gesagt, ich habe es gestern aufgenommen. Habe ich das gesagt? Keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, oh mein Gott, nein, das jagt uns ja alles in die Luft. Ja, ne?
das vielleicht nicht unbedingt gleich. Aber ich könnte hier... Das sieht scheiße aus. Ja, ich hab's eingesehen, sieht scheiße aus. So, wunderschön. Und dann nehme ich mal ganz kurz mir noch ein bisschen Glowstone hier raus. Ein bisschen... Also ein bisschen, da habe ich eigentlich mit mindestens zwei gehofft, liebes Spiel. Hallo, ein bisschen Glowstone? Bisschen? Bisschen kiffen? Ah, ja, okay. Das war jetzt nicht so gemeint, das war jetzt aus South Park. Obwohl ich das nicht gucke, weiß ich das, ne? Ist schon schlimm eigentlich. Irgendwie rausreden jetzt, als ich es gesagt habe. South Park, wie die Mädchen uns einfach nur verblöden. Ja, ne? Genau. Ich finde, sieht halbwegs gut aus. Ja, und damit, meine lieben Damen und Herren, war es das auch erstmal für heute. Wir gestehen uns das Ende dieser Folge heute ein und sehen uns nächstes Wochenende. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Auch wenn heute mal ein paar ernstere Themen dabei waren oder ein paar nachdenklichere Themen. Ja, und damit bis zum nächsten Mal. Oh. Tschüss.